Mit dem Kärntensport Jedermann Radcup hat das Sportland Kärnten eine Veranstaltung, welche österreichweit einzigartig ist. Bei den Vorbereitungen für die bereits 19. Rennsportsaison ist man bei den insgesamt 7 durchführenden Radsportvereinen voll im Plan. Wir wollen den beschrittenen Weg weitergehen, wir wollen Saisonkarten anbieten, wir wollen das gelbe Trikot wieder vergeben bei allen Rennen, wir wollen marketingmäßig etwas besser werden, aber es gibt keine ganz, ganz großen Neuerungen. 3, 2, 1, ab! 7 Rennen, 7 Veranstalter mit dem SC Hermagor, HRC AWÖ Wolfsberg, ÖAMTC Rijeka Althofen, SC Mirnok, AWÖ, ASKÖ, Raiffeisenfeld am See, Multisport Kärnten und Mountainsport Kärnten treten allesamt, wenn man so will, erfolgreich in die Pendale. Beim Kärntensport Jedermann Radcup gibt es 5 Bergrennen und 2 Zeitfahr-Events. Startberechtigt sind die Athletinnen und Athleten mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike. Insgesamt gibt es im Cup 13 Wertungskategorien. Und das sucht seinesgleichen. Also ich schaue viel an in anderen Bundesländern, aber so einen Cup gibt es nirgendwo in einem anderen Bundesland in Österreich. Das ist in Kärnten beispielhaft. Und man sieht es an der gesamten Teilnehmerzahl, das geht ja bis ins vierstellige teilweise, wo es da Teilnehmer sind in Kärnten. Super Sache, es kommen Radbegeisterte aus Kärnten zusammen und sind super organisiert und hoffentlich in den nächsten Jahren auch genauso weiter. Start der Rennsaison 2023 ist am 7. Juli mit dem 19. Nassfeld Radklassik Bergrennen. Abgeschlossen wird die Cup-Saison mit dem 6. Kolczacher Pyramidenkogel Hero am 30. September 2023.